Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Triops Gigant. Heute geht es einfach mal darum, wie ich eigentlich zu Triops Aufzug gekommen bin. Also, wie bin ich denn überhaupt zu Triops Aufzug gekommen? Das ist eine schöne Frage eigentlich, die ich jetzt beantworten werde. Und zwar hat das Ganze damals schon in meiner Kindheit angefangen. Dort habe ich zwar keine Triops gezüchtet, erfolgreich, aber ich habe mich schon sehr, sehr früh für Insekten interessiert, für Urzeittiere, für die Urzeit selbst natürlich auch, allgemein für die Natur, Tier und. Also ich bin immer wissenschaftlich gierig interessiert an die ganze Sache. Und angefangen hat das eigentlich im Jahre 2015 circa. Dort habe ich aktiv angefangen, Triops zu züchten, akribisch sogar. Und zwar hat es damit angefangen, dass ich einfach plötzlich eines Tages aufgewacht bin und irgendwie darüber nachgedacht habe, aus meiner Kindheit, über dieses Päckchen, was ich hatte aus der Mickey Mouse damals, aus der Zeitschrift. Damals gab es so ja die Mickey Mouse Zeitschrift, die gibt es glaube ich bestimmt heute noch. Und dort war immer Spielzeug drin. Und dort hatten die ja unter anderem mal so ein Päckchen mit Wassermännern drin. Ja, das fand ich ganz interessant und ich habe das damals auch versucht und man sollte Wasser abkochen. Ja, das habe ich auch gemacht, bloß mit dem Ansatz drin, was dann nicht so clever war. Das wusste ich aber nicht. Also ich habe das ja auch, damals war ich nicht unbedingt in Anleitungen lesen. Heute ist das schon ein bisschen anders. Da lese ich mir das gerne mal durch. Und ja, es hat niemand mit mir zusammen gemacht. Und ich habe es dann einfach gemacht, weil ich auch immer zu voreilig bin. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Das ist halt typisch bei mir. Ich kann immer nicht warten und dementsprechend habe ich das selbst versucht. Also das Wasser war heißes Wasser, es war nicht abgekochtes Wasser, es war einfach nur heißes Wasser aus der Leitung, weil ich selber am Herd zu dem Zeitpunkt noch nicht durfte. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, glaube ich 9 oder 10 Jahre ungefähr. Dort durfte ich natürlich selbst noch nicht so an den Herd einfach ran, ohne Aufsicht, was ja auch verständlich ist. Und habe dann heißes Wasser genommen, das in einem Glas gemacht und habe das da reingekippt und ja, dann ist da nach Tagen nichts passiert. Und wie denn auch so die Eltern sind, dann kippen sie es dann irgendwann weg und wollen das Glas wieder haben und machen es dann sauber. Und ja, dementsprechend, keine Ahnung, leider nichts draus geworden. Aber ich habe wieder darüber nachgedacht und habe mir gedacht, ey, das muss es heute noch geben. Irgendwie muss es diese Wassermänner noch geben oder irgendwo bei Google, jeder guckt bei Google rein, muss es irgendeinen Artikel dazu geben von dieser damaligen Zeitschrift. Ich wollte unbedingt wissen, ob ich diese Zeitschrift noch bekomme oder dieses Päckchen oder ob es das irgendwie noch gibt. Und ich habe natürlich sofort angefangen, so wie ich ja bin, mit dem Kopf durch die Wand, sofort haben wollen. Ich habe alles abgesucht, was nur ging. Und ja, ich habe Informationen gefunden. Ich habe haufenweise Informationen gefunden und war so erschrocken über diese ganzen Informationen, dass ich mir gedacht habe, wow, das willst du genauer wissen. Das musst du genauer wissen. Und dementsprechend, ja, alles durchforst, aber auch gleich losgerannt. Aber auch gleich losgerannt, weil ich ja im Internet gesehen habe, es gibt diese Ansätze, aber man kann sich die als Nachfüllpacken holen, wo denn nur der Ansatz drin ist. Mit so einer ja, Beipackanleitung. Dazu bräuchte man das komplette Set, das Basisset natürlich, was ich auch gezüchtet habe. Das könnt ihr euch angucken. Link ist in der Videobeschreibung zu der Playlist oder zu dem gekürzten Video. Also ich habe nochmal so eine Fassung gemacht, so eine Zusammenfassung. Die könnt ihr euch dazu angucken. Oder jetzt hier oben in der Infobox, falls ich es nicht vergesse. Weil ich meistens alles vom Tablet aus mache und ja, da gehe ich nicht in den Browser und von dem YouTube Studio oder von der YouTube App direkt, also von dem YouTube Studio App, kann man das leider nicht so einstellen mit Infokarten und so.
Dementsprechend, entweder blinkt es jetzt hier in der Infokarte auf oder ihr findet es in der Beschreibung. Ja, ich habe natürlich gleich diesen Ansatz geholt. Ich habe es auch gefunden. Es gab es bei uns in den Geschäften. Ich bin hier alle abgeklappert und habe bei sämtlichen Kinderabteilungen durchgeguckt. Und habe das dann gefunden. Habe mir das auch geholt für 7,99, glaube ich. Also 7,99 hat es gekostet. Und habe es mir dann geholt. Und habe es natürlich gleich versucht. Und ja, es gab auch einen Erfolg. Denn den könnt ihr euch eigentlich so viel. Ja, wenn es noch stimmt, werde ich es auch verlinken. Wenn nicht, dann tut es mir jetzt leid an der Stelle. Könnt ihr euch auf der Webseite bei mir angucken. Auf triopsgigant.com. Und weiter im Thema. Ich habe es gleich gezüchtet. Und hatte auch Erfolg. Da hatte ich in so einem, von einem Babynahrung, in so einem kleinen Gläschen, was ein Fehler war. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe den Ansatz da reingeschüttet. Ich habe ja auch keine richtige Anleitung gehabt. Und im Internet fand man nur, ja, schlichte Sachen. Also nicht wirklich unbedingt große Informationen jetzt. Und dann habe ich halt das versucht und habe halt mitbekommen. Also, ihr müsst euch vorstellen, ich habe das Glas genommen, dieses Babyglas, habe da Wasser reingemacht, abgekochtes Wasser, habe das da reingefüllt und hatte sogar noch Salz reingetan, weil ich verwirrt wurde durch die Salzkrebse. Also, absolut keine Ahnung, no plan. Echt total, naja, wieder mal mit dem Kopf durch die Wand reingegangen, ja, an die Sache. Und habe das in das Babyglas gemacht und habe da abgekochtes Wasser mit ein bisschen Salzsättigung drin. Habe den Ansatz da reingeschüttet, dieses Sedimentenzeug, was ich übrigens grausam finde. Also der Ansatz von dem Basisset oder die Nachfüllpacken, die sind grausam. Tut mir leid an der Stelle, aber das muss jetzt raus. Und ja, weil man einfach keine Eier sieht halt. Und dieses Sedimentenzeug, ich weiß nicht, was das dazwischen soll. Entweder die Wasserqualität verbessern oder aufwerten, ich weiß es nicht. Dazu hat man auch den Wasseraufbereiter eigentlich dazu. Aber naja, man hat ein bisschen Nahrung auch dazu in diesen Nachfüllpacken für 7,99. Und dann habe ich das ja halt benutzt. Und da sind trotzdem Triops draus geschlüpft. Trotz der Salzsättigung, das finde ich ziemlich doll. Das muss ich jetzt an der Stelle mal bemerken. Sind draus geschlüpft, also robuste Kärtchen. Dann habe ich ja natürlich immer Wasser nachgefüllt, aber ohne Salzsättigung. Und dementsprechend haben sie natürlich auch länger überlebt, aber sie waren auf der Heizung, was echt heftig ist, bei 30 Grad. Ja, also manchmal auch schon 35 Grad und das war schon echt heftig warm, aber ich habe gelesen, sie brauchen es warm. Ja, also hohe Temperaturen. Also man hat nur unterschiedliche Informationen im Internet gefunden. Und dementsprechend bin ich da echt grausam rangegangen an die Sache. Naja, wie das aber so ist. Man gibt nicht auf, probiert es nochmal und nochmal und nochmal. Und ich habe nebenbei noch mehrere Ansätze und noch mehrere Versuche gestartet. Also ich habe ja nicht nur diesen einen auf der Heizung gehabt, sondern ich habe am nächsten Tag gleich vier weitere aufgeteilt, habe mir das nochmal geholt praktisch und habe das dann darin aufgeteilt. So und habe die einfach mal so unter verschiedenen Bedingungen stehen lassen mit Lampe und hier und da und habe meine eigenen Versuche daraus gemacht praktisch. Und somit habe ich dann nachher herausgefunden, wie es eigentlich am besten ist. Und habe das dann angefangen auf YouTube hier zu zeigen. Die erste Zucht, die könnt ihr auch sehen. Das ist ja das erste Video. Kann ich gerne auch nochmal verlinken, falls ich jetzt wieder nicht vergesse an der Stelle. Und ansonsten immer gerne einfach durchscrollen. Da findet man alles. Und Playlists sind ja auch genügend vorhanden. Und dann hat es langsam nach und nach geklappt und somit bin ich eigentlich zu Triops auch gekommen. Also aus der Kindheit, aus dieser Erinnerung habe ich mich auf die Suche gemacht im Internet, habe recherchiert und habe etwas gefunden. Zwar nur schlichte Informationen und daraus ist schlussendlich eigentlich auch Triops Gigant entstanden, weil ich halt gesehen habe, dass im Internet einfach wenig Informationen vorhanden sind und einfach viel zu wenig zu finden ist über Triops allgemein. Und es gibt immer mehr Leute, die sich diese Experimentierkästen holen. Ich meine, die Anleitungen, die da drin sind, die sind wirklich wunderschön geschrieben. Die sind super toll. Ich habe mir dann auch so ein Set geholt nachher und konnte damit noch viel, viel besser lernen. Also, wenn es danach geht, die sind super.
an der Stelle einfach mal. Aber die Ansätze sind so, ich finde, minderwertig. Also die müssten besser sein. Die müssten etwas klarer sein und etwas mehr Eier. Einfach etwas mehr Eier drin. Und vielleicht, ich weiß ja nicht, wie die aufbereiten, aber vielleicht einfach nochmal durch die Winterphase schicken. Also ab in den Kühlschrank für ein, zwei Wochen. Und dann rein damit. Auf Temperatur, auf Raumtemperatur fahren lassen und dann rein ins Wasser. Aber ich weiß nicht, wie die die herstellen und wie lange die da schon gelagert werden. Geht mich auch nichts an, möchte ich auch gar nichts weiter zu sagen, möchte ich gar keine Kritik zulassen. Aber an der Stelle einfach mal die Ansätze, die könnten echt klarer sein. So, und eigentlich bin ich jetzt auch schon fertig mit dem Erklärvideo. Oh Mann, jetzt sind schon 10 Minuten geworden. Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht allzu sehr gelangweilt und ihr seid hinterhergekommen. Ich würde mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du mir ein Däumchen nach oben da lässt. Und wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann kannst du mich jetzt gerne abonnieren. Denn ich sehe, dass eigentlich ein Großteil der Abonnenten nicht meine Videos schaut, sondern eigentlich der Großteil der Zuschauer, ja, Nutzer ohne Abo sind. Und dementsprechend, ja, bitte ich dich einfach nochmal, mich zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao. Das war's.